haben, ja, heute sind wir hier in Altenberg, ne? Und wir sind jetzt hier im Märchenwald. Wir haben uns das ganz spontan überlegt und jetzt ist hier ein großer Anstieg und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Kommt mit! Schaut euch mal das Gebirge an, das ist so schön und hinter mir ist sogar ein Fluss, sehr angenehm. Alles sehr, sehr ruhig hier. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, was für Märchen uns jetzt gleich hier entgegenkommen. Ja, ich liebe Märchen. Ist aber schon alles so lange her. So, ihr Süßen, jetzt habe ich mir mal diese Karte hier angeguckt. Ich liebe ja diese Wegweiser auf den Wanderwegen zu lesen. Und hier, wo wir stehen, verlief sogar mal ein warmes, tropisches Meer. Wieder was gelernt heute. Das sieht aber schön aus. Komm, wir gehen da mal rein. Ich glaube, dort ein Schild entdeckt zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz altes Kloster. Ich liebe ja diese Steine, so altes Gemäuer. Da stehe ich ja voll drauf. Das sieht auch wirklich schön aus, hier reinzugehen. Und es ist nicht so weit von zu Hause. Man kann mal raus, frische Luft einatmen. Jetzt den Anfang des Herbstes erleben. Die Blätter fangen langsam an, sich zu verfärben. Ich finde das richtig, richtig schön. Ja, kommt weiter mit rein. Ja, dieses Haus, was ich jetzt gerade so schön finde, das ist sogar ein altes Hotel. Und hinter mir sind wir praktisch im Inneren dieses Geländes. Und ich zeige euch mal die andere Seite. Dort sind auch noch mal ganz viele Cafés. Ja, vielleicht ist es jetzt noch mal Zeit für Kaffee und Kuchen für uns. Ja, der gestiefelte Kater. Kater. Ja. Und los. Wilhelm Schneider, der Gründer des Märchenwaldes, gestorben 1965 und geboren 1896. Wowie, wowie. Ach, meine Jungs sind wieder weit weg. Ich renne mal schnell hinterher. Wir fangen zu reden und alles erzählen, was im Wald geschieht. Welches Märchen ist das denn jetzt? Ach, man kann sogar nach oben gehen. Von oben wird das Märchen erzählt. Über Lautsprecher wie immer. Oh, jetzt sind wir bei Aschenputtel. Hinaus mit der Küchenwaage. Seht einmal die stolze Prinzessin wie. Es ist hier sehr schön ausgeschildert und hier geht's weiter. Und schloss es glücklich damit auf. Als es eingetreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das fragte: Die sieben Raben. Mein Kind, was suchst du? Das ist so unheimlich hier. Ich und sieben Raben. Ich will sie erlösen und bringen nach Haus. So warte hier. Ja, Noah ist voll begeistert. Noch kann er nicht viel mit den. Noch kann man nicht viel mit den Märchen anfangen. Oh, hier ist ja Schneewittchen. Schneewittchen, guck mal, hier ist das Schneewittchenhaus. Und das Märchen fängt jetzt gerade an. Ist das schön? Das ist schön. Die Figuren sind auch mal nicht so unheimlich.
Ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Kann ich sogar noch. Sehr bald ging der Wunsch der heiratete der König wieder. Voll witzig, da sagt er nur zu einem der Zwerge, da, Papa. Und sehr, sehr stolz. So, ihr Süßen, wir sind fertig mit dem Rundwanderweg hier im Märchenwald. Das war sehr, sehr schön. Überall werden Märchen erzählt von Gebrüder Grimm und Wilhelm Busch und es ist so schön. Manchmal sind die Figuren ein bisschen echt ein bisschen unheimlich, weil die auch so total echt aussehen im Gesicht, aber ist ja nicht schlimm. Die Kinder hatten alle auf jeden Fall total den Spaß. Es ist ein Rundwanderweg von ungefähr 2,5 Kilometern. Das können die Kinder problemlos auch zu Fuß machen im Alter von Noah. Und man kann das Gelände sehr, sehr gut mit dem Kinderwagen begehen. Und ja, macht Spaß. Man kann hier kostenlos parken und der Eintritt kostet nur 4,50 Euro pro Person, also pro Erwachsener. Ja, und ja, macht Spaß. Dazwischen gibt es ein paar kleine Geißlein. Man kann dann sich so eine Futterpackung kaufen für 1 Euro und haben die Kinder auf jeden Fall Spaß. Also hier kann man schon ein bisschen verweilen. Anschließend kann man da oben noch ein bisschen Kaffee und Kuchen genießen. Ja, aber wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind jetzt auch ein bisschen durch für heute. Der Tag fing heute Morgen auch schon um 5 Uhr an. Ne? Da hat der Noah gerade echt gut drauf. Ach so. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und bye bye.